So, und da sind wir wieder, meine hübschen, ich weiß gar nicht, habt ihr das noch mitbekommen? Der gute Trannis hat, nicht Train, Go Train, Ghost Train, habe ich gesagt, Trannis natürlich, hat mir erzählt, hey, das kommt gar nicht in den Rifts, du musst das schon irgendwo, ja, im Abenteuermodus machen. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken mal, wir machen zwei Schwerter, dass wir ein bisschen auf Damage Boost kommen. So. Okay, das bringt. Sagen wir noch. Ach komm, einmal noch, einmal noch. Tren ist recht immer noch. Nein! Für mich bist du jetzt die Trenny. Oh, dünnes Eisen, oder? Ist, Entschuldigung, wollte ich hier, ne? Ich kenne seine Hintergründe zu dem Namen nicht, ja. Ich denke mal, Tren ist ganz weit ab davon. Aber trotzdem ein bisschen witzig. Oh, nice. Und sogar mehr Damage. Okay, wenn wir jetzt hier. Ja, warte mal. Nee, dann machen wir jetzt Bounties. Würde ich mal so meinen. Eins, zwei, da haben wir nicht auch ein bisschen, ja, Zähigkeit dabei. Und dann, ja, lass mal gucken. Ich bin gespannt jetzt, ehrlich. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ob wir jetzt hier auch unser schönes Season-Thema finden, wie hier das mir angepreist wurde. Wir könnten das einfach mal probieren. Pass auf, ich hab eine Idee. Weil wir bauen ja mit Raserei natürlich unheimlich viel Wut auf. Ne, und wenn wir jetzt hier in dem Fall wirbeln, um uns dann der Wut zu entledigen und vielleicht auch ein bisschen Damage dabei machen, müssen wir mal gucken. Ich habe mich wieder verdrückt, verdammte Axt. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. So, haben wir den Raserei-Buff komplett oben. Ist gar nicht so schlecht, ne? Weil der zieht die alle mit und an. Raserei gibt dann einfach nur den Rest. Das ist gar nicht so doof, der Bild. Oh, ein goldener Ring. Ein gelber Ring, nicht Gold. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen Wut reinkriegen. Weil bei voller Wut gibt es natürlich auch 25% extra Damage, ne? Oder 20%. Bin gerade nicht ganz sicher. Nice. So, wir gucken mal eben. Ah, es ist Zweihand leider. Hier haben wir eine Einhand, aber die ist doof. Oh, der bringt ein bisschen mehr Damage. Nice, okay, weiter geht's. Dann gehen wir zum Hain des Wehklagens. Und los geht's. Müssen wir hier ein bisschen Trash killen oder ist. Nice. Boah, jetzt bin ich gespannt. Komm raus hier. Komm raus, komm raus. Ich will klatschen und kloppen. Atem des Todes. Nice. Wäre natürlich geil, wenn du dich so unabhängig wie möglich vom Equipment machst und das einfach dann.
Geht's noch weiter oder war es das wieder? Ah, okay. Wollte schon sagen. Wunder. Okay, wo bin ich hier gelandet? Was ist das? Warum sind hier einfach 50 Goblins? Nein! Oh, fuck it! Wie dumm! Oh, ärgert mich das. Ehrlich. Ich hab mich einfach verklickt, ehrlich. Ich hab mich einfach verklickt. Du kannst ja zurückgehen. Wie kann ich zurückgehen? Wo? Einfach hier, ach, durch die Ebene zurück, oder was? Da? Ich probier's. Ich hab mich schon ein bisschen in den Arsch gebissen jetzt hier. Okay, zwei sind abgehauen, aber trotzdem nice, 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 Leute, nice. Guckt ihr da dann, ich werd bekloppt. Sehr schön. Moin Empire. Ja, Lost. Guck mal, bin halt ein bisschen lang nicht mehr da gewesen. Aber ey, wenn's dir nicht passt, oben rechts gibt's nichts. Ich vertraue dir, das schaffst du. Kannst du draufklicken. So, das einmal weg. Oh, guck mal, nice. Mehr Damage oder... wir lassen das mal. Okay, den Rest können wir weghauen. So, es gab auf jeden Fall viele gute Steine. Nice, nice, nice. Können wir später mal gucken, dass wir die alle reinhauen. So, das einmal alles mitnehmen. Da hinten ist noch ein bisschen was. Perfekt. Ja, guck mal. Wenn wir jetzt hier noch einen schönen roten hochstecken und den reinballern, haben wir einen richtig schönen Damage. Ja, nehmen wir mit. Auch perfekt. So, Gold haben wir genug. Können wir ein bisschen was investieren hier. So, und den jetzt rein. Ja, komm, lass machen. 1600 und 3000, ey. Meine Fresse. Nice. Okay, 30. Dann ist der besser. Okay, nice. Nice, nice. Sollte man die Ebene zu Ende machen? Lohnt sich das? Oder kann man skippen und einfach zur nächsten Ebene? Was sagt er? Okay, ich sehe schon. Hat sich schnell erledigt. Hoppala. Nice, 38. Ja, komm, wir nehmen den ganzen Trash mal mit. Man weiß ja nie, ne? Spätestens unser Begleiter können vielleicht damit was anfangen. Hat er schon. Okay, komm, dann weiter geht's, ab zum nächsten.
Nice, Lecce. Und noch ein Lecce. Zwei Gürtel. Perfekt. So, hier oben noch irgendwas. Jo, da haben wir noch ein Elite-Pack. Perfekt. Okay, hier ist Ende Gelände, ne? Level 39. Wo auch immer das jetzt herkam, keine Ahnung. Aber mal so Level up gehabt, ist okay. Ein cool Level können auch mehr Risse entstehen. Ach krass, okay. Heftiger Tobak. Ah, fällt auf jeden Fall viel Loot, das muss man sagen. So, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Gut, dann lassen wir eben die Denten. Gut, das ist jetzt nicht weiter interessant. Können wir später nochmal gucken, wenn wir cuben. Okay. Jetzt können wir uns nochmal die Diamanten hochziehen. Dass wir uns ein bisschen minimal, ganz klein wenig Widerstand reinholen. Krass, okay. Danke dir für den Tipp. Warte mal, das wollte ich noch vercrappen. Egal, rein. So, weiter geht's. Den Trash lassen wir jetzt einmal liegen. Oh, was ist denn hier wieder los? Okay, das sieht nach Party aus, ich sehe schon. Krass, ey. Warum hast du den Tipp dich schon vorher gebracht? Heftig, was hier für Loot rausspringt. Richtig geil. Hier lang. Bleib doch mal da, Junge. Jo, also Atem des Todes kriegt man hier auf jeden Fall auch reichlich, ne? Sehr cool. Ja, das stimmt, 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 stimmt. Ja, das ist halt so, ne? Wenn man nicht mehr so Zeit zum Suchten hat. Und auch nicht mehr ganz so, ja, die Ambition hat, sich hier irgendwie 24-7 reinzufuchsen, ne? Und zu gucken und besser zu machen und zu tryharden, dann, ja, dann ist das so. Aber, wie du sagst, schön, wenn ihr was zurückgebt, ne? Und, ihr dann jetzt einfach mal an der Stelle Tipps geben könnt und auch macht, finde ich sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Oh, nice. Nice, wenn ihr weniger zu lernen habt, sind alle Angriff garantiert. Boah, mega. Okay, jetzt müssen wir nochmal eben aussortieren. Oh, wieder hier ein richtig geiles Amulett gefunden. Das ist doch mal herzallerliebst. Gut, jetzt gucken wir einmal drüber. 20% mehr Zähigkeit ist natürlich mega. Ist eine Einhand, fehlt aber der Sockel. Okay, der Rest kann weg. So. Perfekt. Das kommt da rein und weiter geht's. Genau, das nehmen wir noch mit. So, jetzt hier weiter, weiter, weiter. Jetzt gibt's Gehacktes.
Ist aber auch geil. Also ehrlich, macht Bock mit dem Bild. Macht halt echt Bock. Ist natürlich jetzt kein Wirbelwind rein und durch, ne? Sondern muss schon. Also hast halt ein gewisses Standing hier vom Gegner, aber trotzdem bockt das. Nice. Wahnsinn. Ich würde nur wünschen, dass das Portal nicht da erscheint, wo man steht, sondern irgendwo gesondert, weißt du? Dass man halt nicht so gecatcht wird. Nervt ein bisschen. Hast du schon 70er? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Aber hast du recht, könnte man tatsächlich mal überlegen und dann hochgehen, ne? Machen wir, wenn wir mit dem Portal hier durch sind. Jetzt hat man ja auch genug Metz. Darf man ja auch nicht vergessen. Okay, wir müssen uns erst entleeren, ich sehe das schon. Ja, die gelben Items können uns halt immer noch echt Value bringen, ne? Da merkt man. Boah, Alter, jetzt geht's hier aber auch ab, ne? Jetzt geht's hier aber auch ab, ey. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Jo, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Jetzt gucken wir hier nochmal eben. Boah, bitte sei gut. Krümmelchens Halskette. Bei dir hat doch so einen krassen, warte mal, Fuß, okay. Sagen hier keinen Schein, okay, nehmen wir mit. Eine Einhand bringt uns aber leider, wobei doch hier in der Offhand würde sie uns was bringen. Komm, lass mal Identen. Vielleicht haben wir hier noch Glück. Achso, es sind Zweihand leider, okay. Komm, nehmen wir mit. Oh, nice. Okay. Warte. Wir machen das mal alles weg. Dann looten wir nochmal eben. Bevor wir uns hier final entscheiden. Das nehmen wir mit. Und das hier noch einmal. So, dann können wir einmal zurück. Hier war nichts mehr, ne? Genau. Gut, dann identen wir das. Oh, guck mal, hier nochmal eine. Ach nee, ist ein Zweihand. Aber der Gürtel. Okay, mal eben einmal identen. Jetzt wird's interessant. Okay, nice. Ruf der Uhr an, hält den Effekt der Rune Wut der Uhr an. Sehr cool. Das sind alles Zweihänder. Stolz von Cassius. Okay, das lassen wir erstmal hier. Können wir später cuben. So, haben wir noch rote Steinchen? Halt, stopp, hier muss ich hin. Bam, 6200. Sehr nice. Und weiter geht's. Oh mein Gott. Alter. Junge. Dein Ernst? Hacke ich einfach so durch hier. Ach, wie lustig jetzt. Jetzt check ich erst, dass das fucking Dorf ist. Ah, schön.
Ach, Goblin. Mensch, dich habe ich ja gar nicht gesehen hier. Komm her. Ja, was erwarte ich auch. Aber gut, ey, der hat gut was fallen lassen. Nice. Ach, das war's dann aber auch, ne? Das war's dann aber auch. Warte mal, da oben ist noch was. Das können wir noch mitnehmen. Ne? Wir behalten alles hier. Mega. Oh, 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 oh. Alle benehmen jetzt. Meine Frau ist da. Sehr cool. Die Handschuhe könnten was werden. Identen wir mal eben einmal. Und dann haben wir wieder ein, zwei potenzielle Verbesserungen, was Waffen angeht, gefunden. Und. Oh, nice. Erlittene Treffer erhöhen eure Rüstung um 50%, aber dafür eure Bewegungsgeschwindigkeit um 15%. Erlittene Treffer. Ah, das ist nicht so geil zu unserem Bild. Aber ist cool. Ist cool. Muss man haben. So, ist eine Einhand. Bringt uns leider nichts. Kopf behalten wir, wie wir ihn aktuell haben. Wie wir ihn tragen. Jetzt haben wir hier noch einen schönen Ring. Den nehmen wir natürlich mit. So, Gürtel können wir nicht austauschen. Das lassen wir alles. Okay, dann können wir das vercrappen. Okay, Mädels. Aber warte mal, ach hier, die Schärpe noch, ne? Messerschärpe, genau. Gut. Jetzt könnten wir die 70er-Waffe machen. Ich muss eben überlegen, wie das ging. Warte mal, warte mal, warte mal. Alles reparieren, Waffen schmieden. Halt, stopp, bleib mal hier. Alle. Waffen, Axt, zwei. Aber, ach so. Dann verliere ich aber schön Killspeed, ne? Wenn ich jetzt auf Zweihand gehe. Beim Einhandbild, weißt du? Ja, ja, im Würfel habe ich aktuell. Dummquatsch, irgendwas, was ich nicht brauche. Wie meinst du, mach auf alle? Hält der Bastion. Achso, nee, das brauche ich, klar. Hält der Bastion brauche ich. Muss ich drin lassen. Ja, 70er, aber ich, ne, das Problem ist halt, wenn ich eine Zweihand nehme, habe ich halt, ja gut, aber ist eigentlich Peng, ne? Okay, komm, wir nehmen die Zweihand. Mächtige Waffe, mächtige Zweihandwaffe. Ja, ich weiß. Mir ging es nur darum, wenn ich jetzt eine Zweihandwaffe mache, verliere ich halt extrem Angriffsgeschwindigkeit. Darum ging es mir, weißt du? Ist ja schon gar nicht so schlecht. 27 reduziert, Level 43, ein Level noch. Das habe ich ja mit einer Hand, also das ist ja ruckzuck. Da gleich noch einen Sockel draufrollen und dann gib ihm. Jetzt müssen wir nur einen Sockel drauf kriegen. Dann wäre das wunderschön. Nehmen wir den. Wow. Okay, jetzt ein einziges Level up und dann sind wir durch. Und dann können wir auch hochstellen, Leute. Na, wo seid ihr denn alle? Was stellen wir denn? T3, T4? Müssen wir gleich mal gucken. Nice. Jetzt hier nochmal den Trash wegklatschen. Wunderbar. So, dann ab zur Hallen der Agonie. Oh, cool. Nehmen wir mit. Betretet die Kammer. Naja gut, dann können wir eigentlich direkt durch. Nice. Och, guck mal hier.
So, dann gehen wir einmal zurück, dann können wir uns nochmal richtig fett nachbuffen. Und dann zerwämsen wir das Ding hier. So, einmal das rein. Warte mal. Angriffe mit Wirbelwind belegen Gegner zusätzlich mit Zerfleischen. Ach du geil. Ach du Scheiße, ist das geil. Okay, brauchen wir auf jeden Fall für später. Was wir jetzt nicht brauchen und weg kann. Warte, das habe ich alles, ne? Ja. Den Stein. Okay. 73.000? Okay, 77. Ich habe gedacht, da wäre jetzt ein bisschen fetter hier. Schade, Marmelade. Aber ist nicht schlimm. So, jetzt nochmal hier ein bisschen Defensive reinziehen. Zähigkeit 41.000. 47.000. Shit. Hamburgs Stolz kann in den Würfel rein. Nee. Guck mal. Held der Bastion habe ich drin. Für später, ja. Ja. Aber ich pack das immer erst beiseite und mach das auf einen Rutsch, weißt du? Sonst verplempert man so viel Zeit. Ja! Ah, ich hasse es! Alter! Diese scheiß Bäume! Nice, Gürtel. Kackbaum, Alter. So, weiter geht's. Oh, yes. So ein bisschen hau den Lukas hier, ey. Alter, ey. Aber nur ein Legi, ne? Hauptsache. Was sagst du, die vier? Ich hab's bisher nur oberflächlich angeguckt. Okay, was ist jetzt hier? Bug. Okay. Oberflächlich angeguckt und ich bin noch nicht ganz im Thema drin, muss ich tatsächlich offen gestehen. Da brauche ich aber noch ein bisschen mehr Zeit, um mir da ein gescheites Urteil drüber zu bilden. Vom Setting her finde ich es gut gemacht. Ne? Also so vom Stil und von der Grafik gefällt mir unheimlich gut. Vom Gameplay bisher auch, aber ich weiß halt nicht, was das Endgame sagt. Ne? Wie viel Potenzial da drin steckt, was da passiert, wie viel Langzeit, Motivation etc. etc. pp. Da kann ich nichts zu sagen. Das kann alles weg. Alter, ey, so viel Metz, ne? So viel Metz. Wahnsinn. Das ist nur eine reine Loot-Parade hier. Ehrlich. Aber, ey, wenigstens auch schön viel Pläne. Darf man auch nicht vergessen. Genau, sammel du mal schön. Oh, nice. Perfekt. Oh.
Jetzt läuft der Counter. Super. Gut, dann nochmal eben alles, was Loot ist. Schnell einsammeln. Wir brauchen alle Steine. Ich kann nichts mehr aufheben. Du sollst nur die Metz sammeln, Mann. Was ist mit dir? So. Haben wir alles, ne? So gut wie. Puh. Perfekt. So, jetzt gucken wir nochmal eben, was der Damage sagt. Wir sind jetzt bei 93.000. Das heißt, wir könnten rein theoretisch ein bisschen hochstellen. Ganz minimal. Und hier haben wir noch einen schönen Ring. 6% mehr Damage, das nehmen wir doch sehr gerne mit. Ja, die Story spielen wir als Let's Play mit, ne? Also von daher lassen wir uns überraschen. Können natürlich dann nachträglich gerne oder könnt dann nebenbei bei mir auf dem Kanal mit nach oder anschauen. So. Halt, da war noch einer. So. Komm, der kann eigentlich hier ein bisschen Gold. Gold für die Gegner. 15%. Komm, nehmen wir das. Ich will jetzt nicht hier großartig rum upgraden. So. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir mal hoch. Haben wir alles? Ja, ne? Ja. Dann setzen wir das eben mal schnell hoch. Machen in der nächsten Folge weiter.